Hallöchen, schön, dass ihr wieder reinschaut. Ja, nachdem wir das letzte Mal dieses Drachenfleisch hier probiert haben, machen wir heute dieses Einhornfilet. Ja, The Last Unicorn. Jetzt wissen wir auch, was draus geworden ist. Tragisch, tragisch. Oh, wie tragisch. Okay, das ganze Ding hier werde ich jetzt mal auspacken und verkosten, aber vorher lasst uns mal dieses Etikett hier anschauen. Also die Aufmachung ist hier genau wie bei dem Drachenfleisch, Schriftzug und auch die Einteilung von unserem Fabelwesen hier. Lasst uns mal schauen, was wir hier alles finden. Also im Horn finden wir Zauber, im Kopf Weisheit, im Hals Liebe, Schulter Hoffnung, was, dann kommt Sonnenschein, Glück, Wünsche, im Schweif finden wir Sternstunden. Okay, dann haben wir hier Trost, Humor, Träume, Leidenschaft und Kraft. Also ich finde es 0,0 witzig. Ich meine, witzig, die Aufteilung hier, kein Thema, aber da hätte ich mir vielleicht ein bisschen was Originelleres einfallen lassen. Das werdet ihr an einem anderen Produkt sehen, was ich später hier noch auspacken werde. Da haut's euch weg. Das finde ich richtig originell. Das hier finde ich ein bisschen schwach. Und mir fehlt hier das Zynische ein bisschen. Also wenn ich hier schon Einhornfilet verkaufen möchte, dann richtig, ja, also richtig derbe. Und das ist doch ein bisschen, naja, gewollt, aber nicht gekonnt, wenn ihr mich fragt. Aber das ist natürlich auch nur meine Meinung. Okay, Einhornfilet, Qualitätsfleisch aus liebevoller und unkontrollierter Aufzucht. Genau das gleiche stand auch schon beim Drachenfleisch. Und hier unten haben wir wieder Magie in jedem Stück. Und hier haben wir den Sternchen, was wir hier oben finden. Reich an wertvollen Glücksbotenstoffen. Okay, beim Drachen waren das hier, weckt ungeahnte Kraftreserven. Okay, dann schauen wir mal auf die Rückseite. Hier haben wir ca. 30 Gramm Mellow Regenbogen Speckseile. Das ist auch bekannt als Mäusespeck oder Schweinchenspeck. Das kennt eigentlich jeder. Hier eben in dieser Einhornform. Ja, Zutaten haben wir hier Fructose und Glukosesirup, Zucker, Wasser, Gelatine, Milcheiweiß, Aroma, lecker, modifizierte Maisstärke, Farbstoffe, Chinolin, Gelb und Cochenillerot. Aha, und ein A dahinter. Also, Cochenille, wer das nicht weiß, das ist eigentlich eine chemische Zutat, die man unter anderem auch für Filmblut benutzt. Aber eine Cochenille ist auch eine Schildlaus, ein lebendes Tier. Das möchte ich nochmal so am Rande bemerken. Also ob das jetzt hier ein chemischer Zusatz ist oder tatsächlich Schildlausblut. Ich lasse es jetzt mal ganz offen hier in der Runde stehen. So, dann haben wir hier noch Alura Rot AC und Patentblau V. Okay, haltbar ist das ganze Ding auch noch. Wunderbar. Und das Ganze kommt von Liebeskummerpillen aus Berlin. Weser? Na dann lasst uns mal gucken, was wir da drinnen haben. Die Verpackung ist genau gleich wie das Drachenfleisch. Und drum reiße ich das auch hier hinten wieder auf. So. Und hier haben wir auch gleich unsere drei Stückchen, unsere Filetstückchen. Einhorn. Einhornfilet. Riecht tierisch gut, riech ich gerne, riecht nach Zucker. So typisch nach diesem Mäusespeck. Ich hätte jetzt fast gesagt Marshmallow-Teig. Egal, auf jeden Fall witzig gemacht. Schön durchgedrehtes Einhornfilet. Wäre vielleicht auch witzig gewesen, wenn das spitz zulaufen würde, dann hätte man hier tatsächlich ein Einhornhorn. Ne? So, hier. Tja, also eigentlich brauche ich das gar nicht durchschneiden, denn ihr seht es ja hier eigentlich am Rand. Ne? Wir haben hier die Farben Weiß, Blau, Rosa und Gelb. Drum kommt heute auch mein Glasbrettchen gar nicht in Einsatz. Ja, und ja, ich probiere das einfach. Also riechen tut es total typisch, so ein bisschen. Ja, wie staubiger Zucker. Ich weiß gar nicht, wie ich den Geschmack besser beschreiben kann. Ne? Aber so stellt sich mir das irgendwie dar. Und es ist auch lecker, das Zeug. Also ich habe das mal kiloweise gefressen, als ich noch
in meiner wilden Phase war, was haben wir Gummibärchen und Co. damals gegessen? Ich war so extrem. Ich habe mit einem Kumpel zusammen, wir waren immer auf Achse, immer unterwegs. Wir haben unsere Autos nicht nach PS oder nach Aussehen gekauft. Nein, war uns vollkommen scheißegal. Wir haben unsere Karren immer danach gekauft, was das Ding für ein breites Armaturenbrett hat. Ja, also wie viele Bärchentüten man aufs Armaturenbrett legen kann, ohne dass die runterrutschen. Danach haben wir unsere Autos gekauft. Und entsprechend auch viel Gummizeug vernichtet. So, also ich beiß jetzt mal ab. Lass mal gucken, wie das schmeckt. Während ich das mache, könnt ihr euch noch mal das bisschen besser aus der Nähe hier angucken. So. Mhm. Ja. Mhm. Also, es ist tatsächlich der typische Mäusespeck. Ja. Es schmeckt aber schwächer, als man das normalerweise kennt. Es schmeckt sehr, sehr nach Vanille, nach dem Vanillearoma. Sehr, sehr zuckrig. Aber ein bisschen schwächer wie den typischen Speck, den man so bekommt. Mhm. Also das Mundgefühl, wenn ihr das Zeug kaut oder lutscht, das ist einmalig, das ist Weltklasse. Drum ist mir auch klar, wie man auf Mäusespeck kommt. Also ist irrsinnig weich. Und wie schon gesagt, nicht zu süß, finde ich jetzt eigentlich fast ein Vorteil von den Dingern. Denn so kann man da auch tatsächlich einige davon verputzen. Allerdings ist diese Form hier ein bisschen teuer, denn es ist in erster Linie mal als Geschenk, als Präsent gedacht, als witzige Zugabe. Und von dem her ist das absolut okay. Aber ist sehr angenehm, dass es nicht so extrem süß und so übertrieben vanillig schmeckt, als viele, viele andere Produkte aus dieser Sparte hier. Ja, also eins werde ich jetzt noch essen. Hm. Und den mal auseinanderziehen. Ja, so sieht es aus. Und so weich, so locker, wie es sich hier anfühlt, genauso weich und locker schmeckt das ganze Ding auch. Macht echt Spaß. Macht Lust auf mehr. Wobei ich sagen muss, der Geschmack, wenn ihr es denn geschluckt habt, der hält nicht mehr lange an. Ja, also solange das Ding im Mund ist, absolut okay. Wenn ihr es geschluckt habt, ist der Geschmack relativ schnell Vergangenheit. Also ihr könnt massenhaft von den Dingern hier essen. Und wie schon gesagt, die schmecken nicht ganz so extrem, nicht ganz so intensiv nach dieser künstlichen Vanille wie viele andere Produkte aus dieser Schaumgummi-Welt, Zuckerwelt. Also durchaus zu empfehlen. Mmh. Mhm. Also ist schon absolut lecker. Tolle Idee, das Einhornfilet hat sich gereimt. Ich finde dieses Einhornfilet eigentlich besser als dieses Drachenfleisch. Denn das Drachenfleisch war unfassbar süß. Kriegt man sehr, sehr schnell zu viel von diesem Einhornfilet. Da kann man ein paar Päckchen essen. Definitiv. Absolut lecker. Aber so gesehen absolut passend. Ne? Einhorn, was Schönes, was Weiches, was Fluffiges. Ja, und das Drachenfleisch eben der totale Gegensatz. Aggressiv, feurig süß. Da kann man meiner Meinung nach nicht so viel davon verputzen. Bei diesem Einhornfilet verhält sich das ein bisschen anders. Also ihr Lieben, ja, das war's auch schon. Das war mein Unboxing, mein Essing, mein Vernasching zu diesem Einhornfilet in Regenbogenfarben. Dieser Mäusespeck oder Schweinchenspeck. Eine Marshmallow-Variante. Ich kann es jedem empfehlen, wer es sich kaufen möchte. Von mir kriegt es einen Daumen hoch. Eine absolut witzige Idee. Nicht unbedingt, was die Beschreibung hier anbetrifft, aber an sich, es ist schon krass, wenn ihr durch den Laden geht und plötzlich liegt hier Einhornfilet vor euch. Das ist schon absolut witzig. Also ihr Lieben, ich sag wie immer, ciao, tschüsschen, bis zum nächsten Video. Euer Ruppi-Filet. Hey! Und weg damit!